Pflanze oder Tier, darum geht es hier und heute. Also das ist ein Frosch, also ein Tier. Okay, umgeben ist er von Pflanzen in unserem Gartenteich, ein kleiner Teich. Im Vordergrund hier sieht man die Schwertlilie zum Beispiel und weitere Pflanzen, Wasserpflanzen. Aber was ist das? Seltsame Gebilde schwimmen in unserem Gartenteich herum. Man sieht hier Pflanzenteile von die Samen von der Schwertlilie, kleine Würzelchen, hier sogar ein Kirschkern. Und irgendwie bewegen sich diese Gebilde fort und daran ist nicht nur der Wind schuld. Hier nochmal die Schwertliliensamen in rotbraun und Stängelchen, Pflanzenstängelchen. Noch eins. Und was haben wir da noch? Aha. Noch ein anderes Gebilde aus Pflanzenteilen. Getrocknete Blätter, frisches Grün. Und es wabert so komisch hin und her. Drei komische Pflanzengebilde. Und oben rechts sehen wir schon, wer dafür verantwortlich ist, dass die Bauten im Wasser so herumzappeln. Aha. Und hier sehen wir schon eine Köcherfliegenlarve. Die Gebilde sind die Köcher. In Fließgewässern bauen sich die Larven Köcher aus Steinchen und Sand, weil wegen der Strömung ist es gut, wenn die Behausung etwas schwerer ist. Und hier sehen wir, wie sie sich fortbewegen mit ihren sechs kleinen Beinchen an dem Stängel. Und weiter geht's. So bewegen sie sich fort und krallen sich mit noch zwei weiteren Haken am Unterleib in ihrer Behausung fest. Und wer genau hinschaut, wird sehen, dass dieses Tier nicht allein ist. Manche bauen auch mit kleinen Tannennadeln ihre Köcher. In stillen Gewässern wie Gartenteichen nutzen sie gern Pflanzenmaterialien, wie gesagt. Die Behausung müssen hier nicht so schwer sein, um der Strömung zu widerstehen. Hier gibt es ja keine Strömung. Und noch zwei weitere Behausungen. Kopfüber hängen sie im Wasser. Und manchmal machen sie auch seltsame Bewegungen. Vermutlich, um sich Luft zuzufächeln, beziehungsweise um mit ihren kleinen Tracheenkiemen atmen zu können. Diese Kiemen befinden sich unten am Unterleib, das sieht man hier so ein bisschen. Und hier ist wieder das Tier mit der Tannennadel. Und die Tiere, die häuten sich fünfmal, bevor sie sich dann verpuppen. Sie können auch spinnen, so seidige Gespinste, mit denen sie sich dann in ihrem Köcher praktisch verpuppen. Ja, hier ist es nochmal schön zu sehen, wie das Tier sich im Wasser bewegen kann. Und irgendwann schlüpft aus der Puppe dann ein mit dem Schmetterling verwandtes Fluginsekt, die Köcherfliege. In Mitteleuropa gibt es davon 300 Arten und sie kommen meist davor, wo das Wasser besonders sauber ist.